Ein humoristischer Schreibstil und das Thema Tod, wie das zusammenpasst, erzähle ich dir nach dem Intro. Heute habe ich Kurt von Sarah Kuttner für dich dabei. Kurt ist im Fischer Verlag erschienen, kostet 20 Euro und hat 239 Seiten. In diesem Buch geht es um Lena, die mit Kurt in einer Beziehung ist und die sich jetzt ein Haus in Brandenburg gekauft haben. Und Kurt bringt einen Sohn mit in diese Beziehung, den kleinen Kurt, den Lena auch liebevoll Kurti nennt. Seine Eltern haben sich auf ein gemeinsames Sorgerecht entschieden. Das heißt, Kurt lebt eine Woche bei ihnen und eine Woche bei seiner Mutter. Und man merkt ziemlich schnell am Anfang dieser Geschichte, dass Lena sich auch nicht als ein Teil dieser Familie sieht. Und das spiegelt sich auch im ganzen Buch wider. Am Anfang der Geschichte lernen wir Lena, Kurt und Kurti richtig kennen. Und hier merkt man schon sehr stark, dass Sarah Kuttner einen ganz tollen Schreibstil hat, weil sie in ganz kurzer Zeit so eine starke Bindung aufbauen kann. Man hat eine sehr starke Bindung zu Lena, Kurt und vor allen Dingen zu Kurti. Und in dieser Kennenlernzeit passiert ein ganz schlimmer Unfall und Kurti kommt ums Leben. Und ab da brechen wirklich für Lena alle Fugen auseinander. Ihr ganzes Leben wird umgekrempelt, weil sie sich ja sowieso schon nicht als ein Teil dieser Familie sieht. Und sie wird jetzt auch immer mehr bestätigt, dass es so ist. Und es ist aber auch eine ganz normale Logik, dass jetzt der Vater und die Mutter sich zusammentun und sich um die Beerdigung kümmern, zum Beispiel, wo Lena ja überhaupt nichts zu melden hat. Und auch gemeinsam trauern. Sie haben gemeinsame Erinnerungen, die Anfangserinnerungen, die Geburt und Lena fühlt sich immer mehr, ja, wie nicht dazugehörig. Und was Sarah Kuttner hier besonders gut kann, ist aufzuzeigen, dass Männer und Frauen verschieden trauern. Und jeder trauert ja für sich, aber hier ist ganz deutlich zu sehen, dass Frauen sehr emotional trauern und Männer halt anders trauern. Und Kurt sieht nicht, dass Lena trauert und dadurch hat man so das Gefühl, diese ganze Beziehung bricht auseinander. Im Laufe der Geschichte raufen sich die beiden wieder ein bisschen zusammen, aber es geht immer wieder weiter auseinander und dann wieder ein bisschen zusammen. Und das ist auch dem Trauer zu verschulden. Und ich muss sagen, mir hat dieses Buch richtig gut gefallen. Und obwohl ich auch manchmal das Buch beiseite legen musste, habe ich es relativ schnell durchgehabt an einem Abend. Aber wie gesagt, ich habe es auch mehrmals beiseite legen müssen, weil es doch ein sehr hartes Thema ist und gerade wenn es um den Tod von Kindern geht, weil ich stelle mir nichts schlimmer vor als der Tod eines Kindes und das überhaupt erstmal richtig zu verarbeiten, das ist schon eine schwere Sache. Ich war begeistert von diesem Schreibstil. Sarah Kuttner hat einen sehr lockeren Schreibstil und diese Verbindung hinzubekommen, dass man den Tod mit einbindet, dass man ja nicht über dieses Thema lachen muss, aber es eine so leichte Geschichte an sich ist, dass es Spaß macht, diese Geschichte zu lesen. Man muss ja schon sagen, es ist wirklich ganz schwer zu sagen. Also man hat Spaß bei dieser Geschichte, obwohl man ja trauert. Also es war ein ganz, ganz komisches Gefühl für mich. Und wenn wir uns auch das Cover mal jetzt genauer anschauen, ich selber bin ja ein ganz großer Coverkäufer, aber dieses Cover hätte mich jetzt selber nicht angesprochen, wenn ich nicht gewusst hätte, um welches Thema es hier geht. Aber es passt auch irgendwie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wird mit Sicherheit nicht mein letztes Sarah Kuttners Buch sein. Also ich war so begeistert von diesem Schreibstil und mich hat diese Geschichte so mitgenommen und mitgerissen. Und ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe alle Emotionen durchgemacht in diesem Buch und habe diesem Buch auch 5 Sterne gegeben. Also ich fand es richtig toll und spreche auch eine absolute Leseempfehlung aus, obwohl ich dazu sagen muss, man sollte vielleicht aufpassen. Ich weiß nicht, wenn man jetzt selber in einem Trauerfall drinne steckt, ob das jetzt so die richtige Geschichte für dich ist. Vielleicht brauchst du das auch, um ja manche Sachen besser zu verarbeiten. Ich weiß nicht, also wie du da überhaupt drauf bist, aber ich spreche auf jeden Fall eine Leseempfehlung aus, wenn du jetzt nicht unbedingt in einem Trauerfall steckst. Dieses Thema trifft ja jeden irgendwann, egal ob jetzt ein Kind stirbt oder ein Mann, eine Frau, irgendjemand stirbt immer und das ist ein sehr schweres Thema und man sieht auch wirklich ganz deutlich, jeder trauert für sich und jeder trauert anders.
Ich habe diesem Buch 5 Sterne gegeben, weil ich einfach nicht anders konnte. Also so ein leichter, fluffiger Schreibstil, der mir auch noch sehr viel Freude gemacht hat bei so einem schweren Thema. Es hat mich einfach nur begeistert und beeindruckt vor allen Dingen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gleich ein Like da oder abonniere auch meinen Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtest. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in dem nächsten Video. Ciao!